Hühnchen. People who needs people. Wie ist das mit dem blöden alten Lied? Are the luckiest people in the world. Was soll denn das? Das hat doch die Barbara Streisand immer gesungen. Ja, das musst doch du nicht nachsingen. Die ist doch heute gesungen. In Deutschland, es gibt doch heute ein Konzert. Die gibt doch nur alle 25 Jahre mal ein Konzert und das ist heute. Also wenn die alle 25 Jahre bloß ein Konzert gibt, dann möchte ich nicht wissen, was die Eintritt verlangt. Weil die muss ja dann davon leben, 25 Jahre lang. Das ist teuer. Dann muss ja das über 1000 Euro kosten, so eine Karte. Na, 500 oder was kostet eine Karte? Gottes Willen, 1000 Mark. Die teuerste Karte und die billigste kostet 85 Euro. Die ist auch noch teuer. Das ist auch noch viel Geld, ne? Und aber in Köln, wer kommt denn schon nach Köln? Ja, doch in Fürth auch singen können, oder in Sandorf. Soll die bitte in Fürth singen? Die braucht doch ein großes Stadion dazu. Ich mach ein Stadion, ich kann in der Ballmetzhalle in Sandorf, kannst du doch auftreten. Das sind 400-500 Leute, nein. Das langt doch bei 500 Euro ein. Ja, ich würde gerne auftreten bei 500 Leute, wenn es 500 Euro zahlen. Ja, aber die Leute gibt's nicht. Da gibt's nicht einmal einen, der 500 Euro zahlen, der sie dich sehen könnte. Aber ich könnte genauso schön singen wie die. Nein, sie ist ja schon 71. Aber du singst nicht schön, Mariechen. Aber die singt auch nicht mehr schön. Natürlich, die Nase sind noch schön. Wieso die Nase? Ja, bei den Zinken, den die in dem Gesicht drin hängen hat. Der Jentl hat doch die mitgespielt, ne? Ja, ganz früher, da war es noch Jungs Madler. Und den Funny Girl. Ja, da war es auch noch jung. Der war es auch noch jung. Ja, jetzt muss es Konzerte geben, weil es nicht mehr so lange stehen kann. Macht es ein Sitzkonzert. Ach, Sitzkonzert. Na, da fahr jetzt nach Köln, dann schauen wir das ja mal an. Ja, setz dich gleich neben die Barbara. Genau. Ade, bleib schön.